Jemand zu Hause? Brian! Das Schloss ist in Gefahr! Was soll denn der Aufruhr? Hoho, sieh an, ihr seid's! Und dein Gesicht verrät mir, du hast seit dem letzten Mal dazugelernt. Wirklich? Keine Zeit jetzt! Wir haben ein großes Problem! Es ist meine Schütze, ist wieder da! Wo? Etwa im Schloss? Jep, und Herzlose sind auch da! Nicht doch! Mein Schutz will das so übernehmen, zu Hause alle des Anstands bedeutet, dass sie zuwachsen sind und wie es mit Schutzstelle überflutet. Überall im Schuss sind Herzlose! Könige Hölle ist in Gefahr! Des einen zwei Augen sparen dem anderen tausend Worte. Aha, aha, verstehe. Was geschieht hier, Merlin? Es sieht nicht gut aus. Nein, ich muss sagen, die Lage ist sogar äußerst ernst. Was ist das? Mein Junge, das ist ein Tor zu einer einzigartigen Welt. In dieser Welt findet ihr den Verantwortlichen für die Vorkommnisse im Schloss. Da bin ich mir sicher. Prima! Wir wussten, auf dich ist Verlass, Merlin. Los, schnappen wir ihn uns. Ein Moment noch. Natürlich müssen die Übeltäter aufgehalten werden. Aber vorher müsst ihr noch etwas erledigen. Irgendwo in dieser Welt muss es eine weitere Tür geben, die genauso ist wie diese. Ich nehme an, unsere Feinde benutzen diese Tür. Solange sie offen steht, ist das Schloss in großer Gefahr. Sora, du musst diese Tür finden und wenn du sie gefunden hast, versiegle sie mit deinem Schlüsselschwert. Alles klar. Verlass dich auf uns! Ach, und noch was. Ihr begebt euch in eine wirklich ganz besondere Welt. Solange ihr dort seid, könnte ihre Beschaffenheit euch dazu anstiften, etwas Ungehöriges zu tun. Ihr müsst dieser Versuchung widerstehen. Was soll das heißen? Ihr werdet es bald wissen. Ich vertraue fest auf euch, ihr drei. Hallo Freunde, da sind wir wieder bei Kingdom Hearts 2. Ja, ich habe eine kleine oder eher wohl größere Aufnahmepause gemacht. Sprich, ich habe mich ein bisschen hingelegt, ein bisschen gepennt, was gegessen und jetzt bin ich wieder voll dabei, weil ich habe noch einen Tag frei. Sprich, ich habe heute frei. Dann arbeite ich meine letzten zwei Tage und dann bin ich fertig mit meiner Ausbildung und dann habe ich massenhaft Zeit. Aber ich wollte heute eigentlich ziemlich viel aufnehmen. Für 6 Parts hat bis jetzt gereicht. Wie gesagt, jetzt habe ich eine kleine Pause gemacht und jetzt geht's weiter. Wir sind wieder in der Halle des Ecksteins, haben Merlin geholt. Ne, ich bin da ganz schnell nach Rollerbestien geflitzt für euch. Und den Rest wisst ihr ja. Wir müssen hier durch dieses Portal, was auch immer dahinter steckt. In jeder Welt müsste es eine Tür geben, die identisch zu dieser hier ist. Du musst deine Kräfte einsetzen, um sie zu verschließen. Okay, auf geht's. Tür öffnen. Schaut mal, da ist ja der Eckstein des Lichts. Was ist denn hier los? Alles ist schwarz-weiß. Hey, das hier tut mir alles so, vertraut vor? Ja, genau. Warum? Warst du denn schon mal hier? Ihr da! Habt ihr hier irgendwelche Halunken gesehen? Ihr Frechen!
Ha, ich habe keine Zeit, mich mit euch rumzuärgern. Also will ich nochmal gnädig sein. Und schon haben wir unseren Schurken. Tja, wir befinden uns im Hügel des Ecksteins. Und nein, meine Freunde, wir sind nicht in die Apokalypse gefallen oder in die Matrix oder sonst irgendwas. Nein, wir sind ganz einfach in der Zeit zurückgereist, wenn ihr erkennen könnt. Oder ich würde mal sagen, wenn ihr ein bisschen älter als 20 Jahre seid vielleicht, dann erkennt ihr das auf jeden Fall wieder. Das sind nämlich Donald und Goofys ursprüngliche, ja, wie soll man sagen, Design-Charaktermodelle, wie auch immer. Genau dasselbe gilt natürlich für Sora. Das sind alles Prototypen, würde ich jetzt mal einfach so stinkfrech behaupten. Und damals waren die Filme oder die Cartoons oder was auch immer, die Zeichentrickfilme noch stumm, ja. Das waren noch Stummfilme damals und so sieht's aus. Wir sind einfach mal in die Zeit zurückgereist. Ich feiere diese Welt so krass, weil nicht nur die optischen Sachen verändert wurden, nein, sogar auch die auditiven Sachen. Sprich, man hat hier so einen phony Sound, sprich jeder Charakter hört sich an wie so durch so ein 90er Radio gepresst, wie auch immer. Also ich feiere das extrem. Auch diese Charaktere, die kennt man gar nicht mehr, ne? Die kennt man gar nicht mehr in der heutigen Zeit. Die kommen auch gar nicht mehr wirklich vor in den Mickey. Na gut, Mickey Mouse gibt's ja sowieso nicht mehr wirklich, außer dieses Mickey Mouse Wunderhaus Gedöns da. Wow, das ist der Platz, wo Schloss Disney errichtet werden wird. Jetzt ist hier nichts als ein leeres Feld. Aber ich wette, das wird ein Riesenschloss. Oh ja, das wird ein Riesenschloss, das recht. Meine Gnädigste. Das war Carlo, oder? Bin das nur ich oder war irgendwas an ihm anders als sonst? Ja, da hast du schon irgendwie recht. Nicht nur sein Aussehen, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, in was für einer Welt wir hier sind, aber wir können Carlo nicht einfach so davonkommen lassen. Trotzdem ist das alles sehr merkwürdig mit dem Eckstein des Lichts und überhaupt. Na, hier haben wir den Eckstein. Ein helles Licht erstrahlt. Okay, also wir sind hier anscheinend am Platz und alles, was unverändert ist, sprich das Einzige, was unverändert ist, ist der Eckstein. Der Eckstein des Lichts. Alles andere hier wurde bebaut und gemacht und getan und ja, ein ganzes Schloss wurde daraus gebaut. Und anscheinend sind das die Einwohner hier. Schloss Disney Baustelle, ja. Okay, wir gehen mal ans Pier, mal dem Carlo nach. Mal gucken, was der vorhat. Ach, da vorne ist er schon. Landungsstelle. Oder Ladungsstelle, ich habe es jetzt nicht lesen können. Das Einzige, was unverändert bleibt, ist unser Schlüsselschwert. Was ja zu dieser Zeit noch gar nicht existiert hat. Oder noch nicht in dieser Form. Boat-Tickets. Ein Fahrkartenschalter für Bootsfahrten. Oh. Hey Carlo. Kleiner, fetter, dreckiger Emo. Was ist los mit euch Zwergen? Passt euch an mir vielleicht was nicht, oder wie? Genau, erraten. Das schreit nach einem Kampf! Hä? Hier geblieben! Das erste Mal... Er nimmt schon die typische Boxstellung der 90er Jahre ein. Naja, das erste Mal, dass Carlo nicht uns den Weg versperrt oder böse, irgendwie böse rüberkommt, sondern irgendwie ganz süß und putzig irgendwie, oder? Da tut mir schon fast ein bisschen leid. Aber Carlo bleibt Carlo, meine Freunde. Szenenwechsel, aha. Was kann man denn hier? Alter, jetzt haben wir noch einen Zeiger hier. Wie geil. Ach, Carlo. Du Schmierfink. Na, komm her. Ach, dieser Style. Wenn ich mir... Geh mal auf YouTube und gib da irgendwie ein. Mickey, was auch immer. Die alten Folgen auf jeden Fall. Ja, die Stummfilme. Die waren viel geiler. Die waren viel besser als der heutige Scheiß.
Damals mit Pluto und Mickey und. Das war einfach nur super. Ja, komm. Beenden wir das. Ja! Oh, da tut mir schon fast ein bisschen leid, der Carlo, ne? Der humpelige, pumpelige, dicke Carlo. Oh Mann. Was wollt ihr Typen jetzt überhaupt von mir? Wer seid ihr eigentlich? Seid ihr neu hier? Lass die Scharade! Oh! Au, au! Was meinst du? Also irgendwas ist dir doch faul, oder? Bist du dir sicher, dass das Carlo ist? Natürlich bin ich Carlo, der Kapitän des Dampfschiffes Willi. Hört gefälligst auf, mich zu nerven! Also, haut schon ab! Ich muss den fiesen Schurken finden, der mir mein Schiff geklaut hat! Donnerwetter, vielleicht haben wir uns geirrt. Das glaube ich langsam auch. Er hat noch nicht einmal Herzlose gerufen. Tut uns leid, dass wir dir Ärger gemacht haben, Kapitän Carlo. Oh ja? Wenn es euch wirklich leid tut, dann sucht mein Dampfschiff! Geht klar! Aua, aua, mein Rücken! Mann. Timeless River, Fluss der Nostalgie. Und genau um das geht's in dieser Welt, meine Freunde. Ach, geil. Und ich war mir sicher, dass Carlo der Übeltäter ist. Ja, aber das wäre auch zu einfach gewesen. Oh ja, du sagst es. Na kommt, versuchen wir, sein Dampfschiff wiederzufinden. Da haben wir wohl was versprochen, was? Schon. Aber wir müssen doch noch diese Tür finden. Ganz genau. Ich sehe keine Tür weit und breit. Was ist das? Das ist nicht zu sehen? Wow, ach du Scheiße, Herzlose, auch in dieser Welt, sogar in der Vergangenheit, von wo kommen die her? Diese verdammten Herzlosen. Schaut mal, da ist ja der Eckstein des Lichts. Was? Was ist denn hier los? Alles ist schwarz-weiß. Was? Hey, das hier kommt mir alles so, so... Vertraut vor? Ja, genau. Warum? Warst du denn schon mal hier? Inception. Ach so, wir haben die Vergangenheit gesehen. Ein Stückchen vor unserer Ankunft hier. Was war das denn? Herzlose gehen und wir kommen? Was hat das zu bedeuten? Na gut, nochmal funktioniert es nicht. Aber die anderen Türen sind immer noch da. Los, erledigen wir diese Herzlosen. Oder entledigen wir uns diesen Herzlosen. Und was dann? Darüber machen wir uns dann Gedanken. Okay, lass uns diese verdammten Herzlosen besiegen. Denn die machen hier anscheinend Ärger. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Eine Baustelle? Auf jeden Fall sieht so aus. Was bauen die hier? Hey! Mickey! Aber er kommt mir irgendwie verändert vor. Herzlose, war ja klar. Ihr habt uns gerettet. Los, schnappen wir uns die Herzlosen. Besiege alle Herzlosen, bevor das Gerüst zum Boden stürzt. Und das werden wir tun. Ja, Freunde, ich glaube...
mich erinnern zu können, dass diese vier Szenen, in die wir uns jetzt begeben werden und in einer der wir uns ja schon befinden, Szenen von ganz besonderen Zeichentrickserien ist, sprich Serien von ganz besonderen, wie soll ich das erklären? Von ganz besonderen Folgen von Mickey. Ich weiß zwar nicht mehr, wie sie hießen, aber auf jeden Fall kennt man diese Szenen aus dem Zeichentrickfilm. Auch eine Szene, die später kommen wird oder nachher, werdet ihr vielleicht einige Elemente wiedererkennen, wenn ihr denn damals diese Filme gesehen habt. So, das war's. Ein Kinderspiel. Schaut mal! Soweit also dein Bericht. Bravo, du hast es geschafft, bei allem zu versagen. Und schlimmer noch, du hast wohl gedacht, in meiner Abwesenheit meinen Platz einnehmen zu können. Du bist mit sofortiger Wirkung verstoßen. Wenn unsere Ära gekommen ist, gibt es für dich keinen Platz darin. Nutzloser Schwachkopf. Ja, aber... Oh, das sieht mal nicht gut aus. Was? Da war ja aber jemand verärgert. Ich verstehe das nicht. Lass uns erstmal versuchen, die ganzen Herzlosen zu beseitigen. Ja, soweit alles friedlich, aber wir müssen noch drei andere Stellen überprüfen. Ja, das müssen wir, Freunde. Und das ist das Nächste. Die Stadt ist geschrumpft. Oder vielleicht sind wir größer geworden. Hey, schaut euch die Spielzeugkanonen an. Was will er uns wohl sagen? Hey, da sind Herzlose! Okay, in die zweite Runde, meine lieben Freunde. Hämmer und Flieger versuchen also die Stadt kaputt zu machen. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Oh, ich wollte hier eigentlich noch Mieter ausrüsten, ne? Ja, bin ich doof, ey. Hab ich schon wieder vergessen. Okay, der letzte. Mann, was für ein Schreck! Schau mal, Zora, da drüben! Ach, zum Geier, das hätte sie jetzt nicht sagen müssen. Mag ja sein, dass ich hin und wieder Mist gebaut habe, aber nutzlos, also das geht zu weit. Also als ich damals anfing. Ach ja, die guten alten Zeiten vermisse ich, wenn ich sie doch nur wieder aufleben lassen könnte. Was würde ich dafür geben? Hä?
Hey, das ist doch mein... Tja, das ist doch mein... eine Tür? Sieht irgendwie vertraut aus. Ja, das ist die Tür, die Merlin hergezaubert hat. Dann führt sie also direkt hierher? Sicher, ich denke schon. Dann wollen wir doch mal nachsehen. Ja, Freunde, aber nachsehen tun wir erst im nächsten Part, denn die Zeit ist leider auch schon wieder um. Seht beim nächsten Mal wieder vorbei und bis dann. Ciao. Damn.